diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Bildschirmlesesystem Videomatic Lux in Betrieb nehmen. Zur Stromversorgung verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit Ihrer Steckdose und Videomatic Lux. Der Anschluss befindet sich am Systemgehäuse hinten rechts. Um Videomatic Lux einzuschalten, drücken Sie den Ein- und Ausschalter an der Frontblende unter bzw. hinter dem Monitor. Der Lesetisch ist nach dem Einschalten beleuchtet, somit ist das System einsatzbereit. Der Kreuztisch Ihres Videomatic Lux verfügt über drei mögliche Einstellungen, nämlich links, Mitte und rechts. In der linken Position ist der Kreuztisch frei beweglich. Die mittlere Position lässt eine horizontale Bewegung zu. In der rechten Position ist der Kreuztisch gänzlich fixiert. Sie bedienen Lux über die vier Drück-, Dreh- und ziehbaren Bedienknöpfe an der Bedieneinheit. Diese befindet sich in einer Halterung an der rechten Seite des Bildschirms. Über den oberen Druckknopf lässt sich die automatische Scharfstellung der Kamera ein- und ausschalten. Ist die automatische Scharfstellung eingeschaltet, leuchtet der Knopf. Die Fehlfarbeinstellungen können Sie durch den oberen Drehschalter anpassen. Der mittlere Bedienknopf dient zur gemeinsamen Einstellung von Helligkeit und Kontrast sowie durch Ziehen zur Aktivierung des Zeilenlineals und der Zeilenabdeckung. Durch Drehen des großen Zoom-Knopfs stellen Sie Ihre gewünschte Vergrößerung ein. Sie können die Bedieneinheit auf Wunsch aus der Halterung entnehmen, um Ihre Einstellungen vorzunehmen. Positionieren Sie den Monitor so, dass Sie eine möglichst ergonomische Lesehaltung einnehmen können. Weitere Informationen und Details zur Handhabung entnehmen Sie der beiliegenden Bedienungsanleitung.